Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und alle beschweren sich ja momentan in den Kommentaren, ey Feder, warum lädst du überhaupt keine Videos mehr hoch? Und wenn du ein Video hochlädst, dann sind die nur 50 Sekunden lang und so weiter. Die ehrliche Antwort ist, ich zocke momentan kein COD mehr. Und wenn ich kein COD bringe, kann ich eigentlich so gut wie nichts anderes mehr machen, weil es eigentlich ein COD-Kanal ist. Theoretisch kann ich natürlich Vlogs und so weiter machen. Das Problem ist, ich habe eins der langweiligsten Leben überhaupt. Weil in meinem Leben passiert so gut wie nie was, wenn bin ich nachts am Grinden, tagsüber am Schlafen und ich bin in der Schule. Das war's, das ist mein Leben. Das Ding ist einfach nur, wenn ich kein COD zocke, dann kann ich eigentlich auch an sich nichts hochladen, weil wie gesagt, nichts passiert momentan in meinem Leben sozusagen. Hab ich jetzt sozusagen schon wieder sau oft gesagt, ne? Egal. Das Ding ist einfach, ich habe vielleicht so ein, zwei Serien geplant, die ich mit Connor noch machen könnte. Ich meine, Connor zockt COD, kommt verdammt gut an, aber das Problem ist einfach, ich kann es nicht jede Woche bringen, weil erstens, ich sitze mega lang am Schnitt und zweitens, wenn man es zu oft bringt, dann ist es nichts mehr Besonderes und ich will es immer noch etwas als Besonderes halten, so dass man das einmal im Monat vielleicht bringen kann, was dann halt aber auch mega viral geht. Ich meine, die Videos haben eine 500.000 Aufrufe fast, das ist sau krank, das hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Und es freut mich auch wirklich, dass solche Videos gut ankommen. Und Connor hat sich jetzt auch einen eigenen Laptop geholt. Das heißt, es werden Streams und eigene Videos von Connor eventuell sogar folgen. Aber dazu noch später. Ich werde auch natürlich mehr Videos momentan noch mit Connor machen. Weil der hat mega Bock auf YouTube. Und das Ding ist einfach mal, die Regelung war auf YouTube, dass man erst ab 13 Jahren einen Videokanal oder allgemeinen Kanal erstellen kann. Aber wenn der Kanal dann erstmal auf meinen Namen läuft, kann er jetzt schon wahrscheinlich mit Videos anfangen. Und bin einfach mal gespannt, was Connor überhaupt für Videos machen wird. Aber ich glaube, der Typ hat echt Bock drauf. Und bin echt gespannt, wie es abgehen wird. Und natürlich auch wahrscheinlich tägliche Livestreams, aber dann im Bereich von League of Legends, wenn ihr Bock habt, dazu werde ich aber auch noch eigene Videos dazu machen. Ich hatte ja diese Serie Lifehacks und die kam ja mega gut an, alle meinten, ich sollte die weitermachen, aber im Endeffekt hatte ich irgendwie keine Lifehacks mehr so gefunden und so weiter. Aber das Format kam ja eigentlich sau gut an und theoretisch hatte ich mal gedacht, vielleicht einfach auch so random Facts, die ich selbst interessant finde, einfach mal in einem Video zu präsentieren und das eventuell auch mit Bro. Okay, zum Stichpunkt Bruder. Mein anderer Bruder kam auch gerade rein. Was? Silber? Du hast einen zweiten Bruder? What the fuck? Ja, aber der ist schon älter, aber die meisten kennen ihn eigentlich gar nicht. Ein paar Leute, die im Stream dabei sind, kennen ihn, aber egal. Ich hatte gedacht, die Serie mit Connor vielleicht zu machen, weil er auf sowas auch mega Bock hat und dann eventuell so Cross-Promotion, sein Kanal, mein Kanal, hin oder her. Ich frage euch jetzt mal nicht nach der Meinung, weil ich lieber erstmal eine Episode raushauen möchte, bevor ich jetzt irgendwelche Meinungen schon von euch reinkriege, die überhaupt nichts damit zu tun haben, wie das Video im Endeffekt aussehen wird. Deswegen will ich erstmal eine Serie davon produzieren, beziehungsweise eine Episode. Und eventuell zu meiner anderen Serie dann auch noch was. Das heißt, ich habe ein paar mehrere Call of Duty Serien jetzt auf meinem Kanal. Vielleicht Cookie Goes Live, Cookie Goes High. Übrigens, es wurden über 100 Videos von mir gestrikt. Aber nicht gestrikt, sodass ich einen Strike kassiert habe, sondern einfach, ich habe halt echt in jedem Cookie Goes High fucking Copyright Music benutzt, weil es mir einfach scheißegal war. Und jetzt, alle wurden so monetarisiert von anderen Content-ID-Systemen, mega komisch. Und einen Strike habe ich kassiert, glaube ich, für dieses Bedroom-Trip-Video aus dem Wald, was auch mega scheiße war. Aber wie gesagt, dann habe ich jetzt auf jeden Fall so ein paar mehrere Call of Duty-Serien und dazu noch Real-Life-Serien, die vielleicht dann auch gut ankommen werden, wir wissen es halt noch nicht. Und ich danke auch wirklich jedem, der auch in die Kommentare geschrieben hat, yo, Feder, lad mal bitte mehr hoch und so weiter. Aber ihr müsst ja auch meine Sichtweise verstehen, weil ich halt echt kein Call of Duty gezockt habe und dann halt auch in dem Sinne kein Videocontent hatte und jetzt mal so ein bisschen überlegt, was ich dann noch machen könnte. Und eventuell kommt es gut an, wir sehen es dann halt in den kommenden Tagen, Wochen. Und ja, das war's also von mir, das war so ein kleines Ankündigungsvideo mal wieder. Und ich bin raus, Leute, haut da rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.